Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht's mal weiter mit den neuen Einsatzfahrzeugen von dem Button Dollar Bounty DLC. Und zwar in diesem Video werde ich den Greenwood Cruiser tunen und dann noch ein bisschen testen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr den Einkaufspreis für den Greenwood Cruiser freischalten könnt, dann bleibt am besten wirklich bis zum Ende des Videos dabei. Denn da werde ich euch verraten, wie ihr den Einkaufspreis freischaltet. Und den Wagen könnt ihr im Internet unter Warstock erwärmen. Ich zeige euch den Wagen hier einmal. So, und hier ist der Wagen. Der kostet jetzt 3.682.500 GTA-Dollar. Das ist schon der Einkaufspreis. Ansonsten kostet der, glaube ich, ungefähr 5 Millionen. Ich werde mal hier die genaue Zahl einblenden, wie viel der Wagen ganz normal kosten würde. So, damit ihr den auch überhaupt kaufen könnt, müsst ihr aus dem vorigen Update den Clucking Bell heißt machen, aber ich denke, den wird schon jeder gemacht haben. So, hiermit könnt ihr auch Streifenfahrten machen, die sind ja neu, da habe ich ja schon, oder werde ich noch ein paar Videos machen, zu den einzelnen Streifenfahrten-Missionen. So, leider könnt ihr den Wagen nicht wiederverkaufen, also hier steht, ihr könnt den Wagen nicht verkaufen und er kann auch nur in der eigenen Immobilie getunt werden, zum Beispiel in der Autowerkstatt oder in der Agentur und nicht ganz normal im LS Custom. So, ich werde jetzt mal in den Wagen einsteigen und dann tunen wir den ein bisschen auf. So, ich werde mal hier den Wagen in meiner Autowerkstatt tunen. So, dann als erstes die Fensterleisten. Da können wir jetzt diese Zierleisten entfernen. Das werde ich aber machen. Ich finde, so ohne Zierleiste sieht er irgendwie cooler aus. Dann Motor, da bekommt er Verbesserung 4, wie sonst auch. Dann Auspuff haben wir jetzt nochmal. So einen doppelten Serienauspuff. Dann so einen Dual-Shotgun-Auspuff. Den gibt es auch nochmal in der doppelten Version. Den nehme ich auch mal. So, dann Motorhaube können wir jetzt noch ändern. Einmal haben wir da so ein befestigtes Stoppschild. Oder so ein Polizeischild. Da nehme ich mal das Polizeischild. Also es handelt sich hierbei um ein Bravado. Greenwood, den haben wir ja auch schon vorher schon in GTA Online dazu bekommen, halt einfach als normales Fahrzeug. So, Scheinwerfer mache ich Xeon-Scheinwerfer rein und da fand ich den Wagen eigentlich auch schon ganz cool. Da habe ich auch schon ein Video zum Wagen gemacht, also schaut euch das auch mal ruhig an. So, jetzt können wir Designs, da haben wir 23 Stück, das können wir entweder entfernen, ich werde euch jetzt einfach mal die Designs so ein bisschen zeigen, da brauche ich ja nicht allzu viel zu sagen. Dann kommt jetzt ein bisschen Musik. So Leute, das waren jetzt auch schon alle Designs. Die hier finde ich ganz cool. Da sieht der Wagen echt so ein bisschen abgeranzt aus. Aber allgemein finde ich auch ganz cool, dass wir da so viele verschiedene Designs haben. Ich werde mal hier dieses Design nehmen. Ja, sieht eigentlich auch ganz cool aus, dass da das Dach auch schwarz ist. So, Polizeiausrüstung. Jetzt können wir vorne noch so Suchscheinwerfer anbringen. Da ist das Gute, die funktionieren auch wirklich. Da gibt es halt verschiedene. Einmal die einfachen Suchscheinwerfer, dann so ein einzelner Suchscheinwerfer zu, dann auf. Ich glaube, wenn die zu sind, dann weiß ich gar nicht, ob die funktionieren. Ich glaube, nur die auf funktionieren, also wenn die halt auf sind. So, dann haben wir noch Doppelsuchscheinwerfer zu oder so fahrtaktive Suchscheinwerfer. Dann noch die Doppelsuchscheinwerfer auf, die werde ich jetzt auch mal nehmen. So, dann können wir jetzt vorne noch einen Kuhfänger anbringen. Einmal so ein einfacher Kuhfänger. Dann so ein Patriol-Kuhfänger, Einsatz-Kuhfänger, Herumtreiber-Kuhfänger gibt es auch noch. Dann so Abfangjäger-Kuhfänger, Spezialkräfte-Kuhfänger, dann Angriff-Kuhfänger oder Verfolgungs-Kuhfänger. Da nehme ich mal den Angriffs-Kuhfänger. Da haben wir dann vorne noch so zwei Scheinwerfer. Ich denke, die sollten eigentlich auch funktionieren. So, und jetzt finde ich das echt ganz cool. Wir können hier Einsatzbeleuchtung ändern. Können wir die einmal entfernen. Oder dann vorne nur so eine Einsatzbeleuchtung anbringen.
dann nur auf dem Dach, die ist schon Standard eingebaut. Dann mit so einer Hupe auch in der Mitte, finde ich auch ganz cool. Dann gibt es hier nochmal diese Version. Oder hier links und rechts gibt es dann so Leuchten. Dann noch in der Mitte, sieht eigentlich auch ganz cool. Oder hier diese Beleuchtung, finde ich auch ganz cool. Die sieht so ein bisschen moderner aus. Ah, ich glaube, ich nehme erstmal die hier, weil die habe ich schon im anderen Auto getuned und dann zeige ich euch mal die hier. Könnt ihr in die Kommentare ja mal schreiben, welche hättet ihr genommen. Lackierung könnten wir jetzt auch noch ändern, aber das werde ich mal nicht machen. Ich finde, so schwarz-weiß ist am besten für das Polizeiauto. So, Federung nehme ich nochmal die Wettkampffederung. Dann Getriebe, bekommt der Wagen noch ein Rimgetriebe. Und Turbo-Tuning auch noch. So, bei Fenster ändere ich mal das Limousinenglas rein. Ich finde, das sieht dann auch ganz cool aus, wenn die Fenster so getönt sind. So, Reifen können wir jetzt noch ändern. Aber ich glaube, da lasse ich erstmal die Standardreifen und Felgen. Weil ich finde, mit diesem weißen Zierrand sieht das ganz cool aus. Aber was ich euch immer empfehlen würde, ist schusssichere Reifen. Weil die sind noch nicht von Anfang an drauf. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass die nicht direkt drauf sind beim Fahrzeug. Weil ich meine, ein Polizeifahrzeug ohne schusssichere Reifen ist jetzt nicht so cool, wenn da ein paar Verbrecher reinschießen. So, ich werde jetzt hier mal roten Reifenqualm noch einbauen. Finde ich, sieht bestimmt auch ganz cool aus. So, und dann war es das eigentlich schon mit den Tuningsmöglichkeiten. Also bei diesem Wagen könnt ihr echt nicht so viel tunen, was ich echt ein bisschen schade finde. Und verkaufen könnt ihr den Wagen halt auch nicht. Also ihr müsst ihr dann immer behalten. Ich werde dann jetzt mal die Autowerkstatt verlassen und dann zeige ich euch nochmal den Wagen so ein bisschen und tune den, teste den für euch. So Leute, ich bin jetzt hier einmal in der Innenperspektive. Wenn wir nach hinten gucken, dann sehen wir da einfach nur die Rückbank und wenn wir nach vorne gucken, also ihr habt hier keinen Bordcomputer, so wie in den anderen Fahrzeugen, sondern nur so ein Walkie-Talkie. Finde ich ein bisschen schade, aber der Wagen ist auch eher so ein Oldschool-Polizeiauto. Und da würde das auch nicht so reinpassen. Aber ich finde sonst so von außen sieht der Wagen echt ganz cool aus. Vor allen Dingen von hinten, dass der so komplett schwarz ist. Ich finde, das hat was. Achso, bevor ich es vergesse. Und zwar wollte ich euch noch verraten, wie ihr den Einkaufspreis freischaltet und damit ungefähr 1.200.000 spart. Und zwar müsst ihr dazu 5 von den 9 Streifenfahrten-Missionen machen. Was ihr dazu braucht, ist, ihr braucht dafür vorher schon Polizeiauto. Also wenn ihr noch keins habt, dann ist das natürlich ein bisschen doof. Aber wenn ihr schon mal eins habt, also ein persönliches Polizeiauto, dann könnt ihr da die Mission direkt starten. Und wenn ihr 5 davon macht, ich werde auch noch ein paar Videos machen zu den einzelnen Streifenfahrtmissionen, dann erhaltet ihr den Einkaufspreis frei. Und das würde ich euch auch immer empfehlen, da ihr so dann Geld spart. Und sonst ist das einfach alles zu teuer. So, ich werde jetzt auch noch mal die Sirene anmachen. So, ich finde, die Sirene sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Hinten leuchten dann auch die Rückscheinwerfer wie so eine Sirene und vorne halt auch. Finde ich, sieht ganz cool aus, aber ich glaube, die andere Sirene, die ich beim anderen Auto habe, sieht ein bisschen cooler aus. Aber es leuchtet halt einmal links und rechts, rot und blau und dann noch diese anderen zwei Lichter leuchten ein bisschen rot. Finde ich auf jeden Fall, sieht ganz cool aus. Aber ich denke, ich werde das jetzt erstmal wieder ausmachen. Weil das uns stört. So, und ich denke, ich kann eigentlich gar nicht mehr zum Wagen sagen. Ist halt eher ein Klassiker. Also wenn ihr ein modernes Polizeifahrzeug haben wollt, dann empfehle ich euch eher den Dorado SUV oder den Gotland Interceptor. Die sind ein bisschen moderner, aber ich glaube, 3 Fahrzeuge, Polizeifahrzeuge, kommen auch noch in den laufenden Wochen mit dem Button-Dollar-Bounty-DLC raus. Also wartet da nochmal ab, was dann auch für Fahrzeuge rauskommen.
Eventuell werde ich da auch nochmal ein Video drüber machen, welche Fahrzeuge noch mit dem neuen Update so rauskommen. Aber ich finde, so vom Handling und von der Beschleunigung ist hier der Wagen eigentlich auch in Ordnung. Ich denke, der Gottlieb Interceptor ist nochmal ein bisschen schneller von der Geschwindigkeit, da es hier nur ein Klassiker ist. Aber die Performance ist ähnlich wie der andere Greenwood, den wir ja schon im Spiel dazu bekommen haben. Ich weiß gar nicht mit welchem Update, aber auf jeden Fall ist hier das Handling vollkommen in Ordnung. Ich denke, er wird nicht so schnell sein, wie gesagt, da ist er der Gottlieb Interceptor ein bisschen schneller. Aber gut, man braucht ja auch immer nicht das schnellste Auto. Ich finde, so vom Aussehen und von den einzelnen Tuning-Sachen sieht er eigentlich ganz cool aus. Aber ja, bei den anderen Fahrzeugen könnt ihr auf jeden Fall mehr tunen. Ja Leute, dann würde ich das Video auch an dieser Stelle beenden. Schreibt mal eure Meinung zu dem Wagen in die Kommentare, wie ihr den findet und welches Polizeiauto ihr am besten findet. Das würde mich mal interessieren. Und dann würde ich mich nochmal ein Like freuen. Und wenn ihr keine weiteren Videos rund um GTA Online verpassen wollt, abonniert unbedingt meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann bin ich auch schon wieder raus. Ciao Leute!